Sie haben auf 2300 Meter ein riesiges Glas geformt. Wir haben einige Objekte von Ihnen auch im Bild. Wir können uns ein paar Fotos anschauen. Und sagen Sie, das ist ja eine jahreszeitlich bedingte Designerei. Was machen Sie denn im Sommer? Nee, wir arbeiten das ganze Jahr. Wir machen sehr viel für Werbung und so weiter, für irgendwelche Events, für irgendwelche Messen. Also unser Job läuft das ganze Jahr. Schaut euch das an. Schick. Eigens für euch. Ich denke, es ist ein Applaus wert, oder? Ja, aber. Und Werkzeuge hat er auch mitgebracht. Mit so etwas bearbeitet man. Wie nennt man sowas? Das sind japanische Stechbeitel, ist handgeschmiedet, mehrlagiger Stahl, immens teuer. Das glaube ich Ihnen. Wie teuer ungefähr? Dieses ungefähr 800 Euro. Wahnsinn. Vielleicht können Sie ein bisschen mal zeigen, wie man das bearbeitet. Genau, und erzählen Sie dabei das kurz. Das Leben hier an, da ja. Können wir hier noch wunderbar die Kanten nehmen, ja, wie Sie das eben wollen, wie der Kunde das haben möchte. Kleine Wellchen rein. Und dieses Eis ist wahrscheinlich schon ein bisschen zu warm jetzt, ne, durchs Studio, geht, oder? Das ist schön weich. Ja. Gucken Sie mal, wie schön. Kann man alles machen. Wie lange haben Sie dafür gebraucht, für das Sativarium? Da braucht man ungefähr 2 Stunden dafür. 2 Stunden. Das Eis ist speziell gefroren. Ja, wir haben die größte Produktionsanlage in Europa. Mittlerweile auch im Guinness-Buch. Läuft ganz gut. Tolle Geschichte. Vielen Dank, Herr Tremmel. Super. Mich. Und ich hoffe, meine Damen und Herren, Ihnen ist jetzt